Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, mein Name ist Alex, aka Strike, und ich begrüße euch herzlich zu diesem kleinen Special-Video, denn ich hatte es jetzt zuvor auf Social Media schon angekündigt, und zwar darf ich heute die gute Diana Hesse interviewen. Und ja, dieses Interview ist sogar Teil eines Abo-Specials, denn ja, ich habe, wenn dieses Video online geht, die 1000 Abos geknackt, was halt, ja, der Wahnsinn ist. Und da habe ich mir gedacht, gut, ich sag mal so ein 1000-Abo-Special-Video. Das ist nicht genug, deswegen gibt es halt ein 1000-Abo-Special-Wochen, eine ganze Woche darüber. Und was gibt's da Cooleres, als eine Übersetzerin zu interviewen? Und ich würde sagen, ich schwafel nicht lange genug, sondern lass erstmal Diana zu Wort kommen. Ja, hallo, ich bin Diana. Ich übersetze jetzt inzwischen seit 8 Jahren für die verschiedensten Verlage. Was soll ich noch erzählen? Ja, gute Frage. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an mit den Fragen. Das Beste war ja, ich hatte auf Social Media, sowohl auf Twitter wie auch Insta gefragt. Auf Twitter wurde ja der Post ohne Ende retweetet, hast du ja selber mitbekommen. Ja. Aber keine einzige Frage über Twitter. Selbst irgendein komisches Übersetzungsportal hat den Tweet retweetet, wo ich auch nur so war, was ist das für eine Seite? Die kannte ich auch noch nicht, ja. Also das war sehr interessant und über Insta wirklich ohne Ende Fragen. Tatsächlich, na dann. Ja, also in Zukunft immer über Insta Fragen. Also folgt mir auf Insta. Das ist das falsche Dokument. Da, Fragen an Diana Hesse. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem Klassiker an. Wie kamst du zu diesem Beruf? Ja, da könnte ich jetzt noch eine ganz lange Geschichte erzählen, aber kurz gesagt, also ich habe Japanologie studiert. Da habe ich auch Japanisch gelernt natürlich. Und ich wusste vor dem Studium noch nicht genau, was ich dann damit anfangen will. Aber ich habe während meines Studiums auch, war ich als Fansubberin tätig. Und da habe ich halt gemerkt, dass Übersetzen mir Spaß macht. Habe dann auch mal probiert, ob ich das über einen längeren Zeitraum auch tatsächlich durchhalten würde. Und das hat gut funktioniert, also habe ich mich dann dafür entschieden und habe mich dann bei dem einen oder anderen Verlag beworben. Oh, cool. Und wie kamst du, warum ausgerechnet Japanologie, wenn du ja noch nicht mal wusstest, was genau du machen willst? Also, dass ich Japanologie studieren will, wusste ich schon immer. Hallo? Okay. Hörst du mich noch? Ja, es war gerade ganz kurz abgehakt. Okay. Dass ich Japanologie studieren will, das wusste ich schon immer. Bei mir hat das Interesse mit Sailor Moon angefangen und Klassiker. Ja. Und damals erschienen ja zum Beispiel auch die japanischen Songs von Sailor Moon mit auf den CDs. Es waren ganz komische Compilations, irgendwelche Popmusik, deutsche Popmusik und zwischendrin deutsche Sailor Moon Songs. Und dann noch dazu 2, 3 japanische Sailor Moon Songs. Keine Ahnung, aber es war damals so. Und im Sailor Moon Magazin waren dann die Texte dazu abgedruckt. Und so habe ich mir schon versucht, selber ein bisschen was beizubringen. Und daher kam das Interesse an der Sprache. Also ja, Klassiker durch Kindheitserinnerungen und dann... Ja. Okay, dann denke ich mal eine Frage, die sehr relevant ist für diesen Job. Wie viele Stunden arbeitest du in der Woche? Das willst du gar nicht wissen. Ja, doch, das wollen Leute wissen. Nein, es ist unterschiedlich, je nachdem, wie die Aufträge gerade liegen. Jetzt aktuell habe ich viele Aufträge, die... Also normalerweise würde man ja auch sagen, man lehnt einen Auftrag ab, wenn der Terminplan schon zu voll ist. Aber das möchte ich dann auch vermeiden, wenn es eine Serie ist, wo es dann einfach der nächste Band ist. Und ich habe vorher schon 10 Bände von der Serie übersetzt. Dann will ich natürlich nicht abgeben, dann will ich natürlich weitermachen. Deshalb arbeite ich jetzt aktuell bestimmt 80 Stunden die Woche. Boah. Wenn es nicht ganz so voll ist, dann versuche ich mich so auf 48 Stunden zu beschränken. Also das ist krass. Holy. Ja, es ist auch nicht gut. Also man sollte das auch nicht
über längeren Zeitraum machen. Ja, das glaube ich dir, weil ich glaube, gerade die Frage fand ich halt von mir aus sehr interessant, einfach weil wir kennen uns ja auch private und du meckerst ja gerne mal, also was heißt meckerst, sagst ja oft gerne, du hast keine Zeit, weil du arbeiten musst. Deswegen ich so ein bisschen gespannt drauf war, wie viel du eigentlich arbeiten musst, weil das ist so eine Sache, die man bei Übersetzern eigentlich gar nicht wirklich weiß. Ja, also es hat doch jeder Übersetzer seine eigene Zeitplanung und manche planen vielleicht besser als ich. Nee, es ist auch einfach schwierig, wenn es ist ja heutzutage so, dass viele Serien lizenziert werden, wenn sie in Japan noch laufen. Und das ist für uns Übersetzer allerdings nicht so gut, weil wir dann schlecht vorausplanen können, wann kommt denn dann der nächste Band. Vor Und allem schlimm dürfte dann sein bei Reihen, die sehr unregelmäßig erscheinen, oder? genau, ja. Wobei das nicht mal unbedingt ausschlaggebend ist. Das hängt immer davon ab, wie der Verlag den Band ins Programm einplant. Ja, gut, das kommt auch Und noch dann dazu. der Verlag plant das erst ein ins Programm und danach fragt er die Übersetzer, ob sie denn Zeit haben. Das ist aber auch irgendwie scheiße. Das würde ich mir manchmal andersrum wünschen, ja. Also es gibt auch Ausnahmen, aber das zerstört mir dann halt ziemlich oft meine Planung für den nächsten Monat oder für die nächsten 2 Monate, sodass es dann halt so aussieht wie jetzt. Aber wie gesagt, wenn es dann eine Serie ist, die ich von Anfang an übersetzt habe oder schon seit 10 Bänden, das will man dann einfach nicht abgeben. Verständlich und darauf bezogen. Und könntest du theoretisch sehen, einfach nach irgendeinem Band sagen, nee, ich möchte diese Reihe nicht mehr übersetzen? Das könnte ich machen. Ich habe auch schon mal einen Band nicht machen können. Das war bei Smoking Parrot. Da hatte ich die Serie ab dem 2. Band übernommen. Und ich konnte aber ein Band zwischendrin dann tatsächlich auch nicht mehr machen, weil das war absolut unmöglich. Ah, interessant. Und hast du die Reihe danach wieder übernommen oder liegt die jetzt wirklich bei dem anderen Übersetzer? Nee, ich hatte dann den Band danach wieder gemacht. Ich weiß gar nicht, bei welchen Bänden wir jetzt sind. Ich glaube, Band 7 oder so, kann das sein? Kann sein, die Reihe geht ja in Deutschland leider sehr unter. Aber bei den aktuell erschienenen, ich glaube, dass er aktuell erschienen ist, den hatte ich dann wieder gemacht, ja. Ja, das ist cool. Ist dann aber Ich auch weiß. unterschiedlich. Also wenn man könnte auch sagen, man gibt die Serie komplett ab. Aber das ist dann je nachdem, das bespricht man dann mit dem Redakteur. Du hast ja auch zum Beispiel die Übersetzung beim Hero Academia Anime übernommen, ne? Genau, ab der 2. Staffel. Ja, deswegen ja zum Beispiel, darauf hatte ich dich ja damals schon angesprochen, wegen der Übersetzung im Anime mit Spezialität. Ja, Das das Problem ist. ist, da kannst du ja nichts mehr ändern. Nee, das habe ich dann so übernommen, wie es in der 1. Staffel gewesen ist. Ist das dann schwer, wenn man eine Serie übernimmt, sei es jetzt Anime oder Manga, weil man ja so gesehen, jeder Übersetzer dürfte ja so eine gewisse Art von Ausdrucksweise haben. Findest du, man merkt dann, wenn der Übersetzer gewechselt hat? Das kommt immer drauf an. Ich denke, wenn es sich sehr unterscheidet, dann merkt man das. Ich habe einmal den Kommentar bekommen bei Die rothaarige Schneeprinzessin. Da hat eine Reviewerin geschrieben, dass sie den Übersetzerwechsel nicht gemerkt hat. Das hat mich gefreut. Aber ich glaube, ich habe auch so einen Hang, wenn ich jetzt die Bände vorher gelesen habe, dass ich mich dann auch tatsächlich ein bisschen an den Sprachstil vorher anpasse. Und ich glaube, ich passe mich auch immer ein bisschen an den Sprachstil des Autors an. Ja. Dann noch eine Frage bezüglich des Berufs. Und zwar, verdienst du gut? Beziehungsweise, wie kann man sich das vorstellen mit Verdienst? Du hast ja, denke ich mal, du hast ja kein festes Standardgehalt. Das ist Sondern richtig, ich bin freiberuflich tätig. das heißt, es kommt halt sehr von Aufträgen drauf an, richtig?
Genau, es gibt besser bezahlte, es gibt nicht so gut bezahlte. Im Durchschnitt kann man sagen, dass die Bezahlung ja nicht ganz so gut ist. Also man muss bedenken, als Freiberufler hat man höhere Ausgaben wie ein Angestellter. Ich muss Steuern bezahlen, ich muss meine komplette Krankenversicherung selber bezahlen. Alles, was noch so dazu kommt. Deswegen sollte es normalerweise so sein, dass Freiberufler ein Vielfaches von dem an Stundenlohn verdienen, was ein Angestellter hat. Beim Übersetzen ist es nicht ganz so viel, wie es sein sollte. Aber Und ich kann davon ganz gut leben. Ich arbeite ja auch zu viel. darauf wollte ich gerade ansprechen. Mit einer 80-Stunden-Woche dürftest du ja eigentlich ordentlich Geld verdienen. Ja, also ich sage mal, es ist zumindest mit Überstunden genug, dass ich auch was ansparen kann. Aber reich wird man davon definitiv nicht. Schade. Ja, Ach so, was vielleicht auch daran liegt, dass man als Übersetzer steuerlich als Künstler gilt. Oh, Und interessant. Künstler sind nun mal nicht die besten, die Gutverdiener, nicht wahr? Ja, gut. Leider, leider, leider. Auf jeden Fall sehr interessant, so mal solche Einblicke davon zu hören. Dann, womit machen wir denn weiter? Mit welcher Frage? Okay, was war bislang das für dich Schlimmste, was du übersetzen musstest? Inhaltlich oder vom Text her? Sowohl als auch. Also inhaltlich war es, oh Gott, wie hieß das? Schon komplett verdrängt, keinerlei Erinnerung mehr dran. Nee, no normalerweise erinnere ich mich an den Titel, aber jetzt gerade ist es weg. Das war auch einer von den Simulcasts, die nicht auf Disc rausgekommen sind. Gott. Weißt du, worum es geht? Ja, es war so ein richtig dummes, edgy Ding. Also halt tut gar nicht deinen Geschmack, ne? Warte mal, ich finde den Titel bestimmt. Ich glaube, es war was mit I. Aber ich habe es nicht mehr hier. I. Ich kann hier gerade den Titel nicht mehr nennen, vielleicht fällt er mir wieder ein. Oder Aber kannst du ihn zur Not einblenden? es hat mich sehr verstört. Es hat mich sehr verstört, als ich weiß gar nicht mehr, da waren irgendwelche Dämonen oder sowas. Und die haben durch ihre böse Magie irgendwie. Also ich erinnere mich nur noch an die Szene, als Mädchen von Ratten gefressen wurden und die Mädchen dabei einen Orgasmus bekommen haben. Das war ganz furchtbar. Das klingt nach einem Hentai. Sicher, dass du nicht versehentlich einen Hentai übersetzt hast? Nee, das war edgy Müll. Richtiger Müll. Ja. Was? Jetzt weiß ich es wieder, Isuka hieß der. Isuka, ja, der Name sagt mir was. Der sagt mir was. Ich guck mal kurz. Isuka? Es sollte auch Anime dahinter. Bilder. Ah, der! Ja, an den erinnere ich mich. Das ist schon einige Jahre her, aber. War der nicht sogar beliebt in der Season, als der lief? Das weiß ich nicht. Der kommt mir. Den habe ich auf jeden Fall noch in Erinnerung. Das Bild kenne ich noch. Und dann textlich? Textlich wird sicher viel erstaunen, aber textlich finde ich My Hero Academia ganz schlimm. Das wusste ich schon. Damit, ich wusste, die Antwort kommt. Nein, es ist tatsächlich so, der Autor schreibt fürchterlich
ich weiß nicht, komplizierte oder er lässt so oft Wörter weg in den Sätzen, dass man raten muss. Einmal wusste ich nicht, gehört das noch zu dem Satz, gehört das nicht zu dem Satz? Und in den zwei Sätzen oder so war nicht ein einziges Verb drin. Solche Sachen schreibt er. Und man merkt den Unterschied auch zu den Filmen. Die Filme wurden ja nicht selber von Horikoshi geschrieben. Mhm. Und die lassen sich viel leichter runter übersetzen. Es ist wirklich ein himmelweiter Unterschied. Ja, ich weiß nur, ich folge auf Twitter dem Übersetzer von Hero Academia, also im Englischen, der Manga. Da finde ich es immer ganz interessant, der gibt halt immer so, ja, Fun Facts zu den Übersetzungen. Und der zum Beispiel beschwert, hat sich zum Beispiel noch nie beschwert, aber da finde ich es interessant, das könnte wahrscheinlich dann auch so, also wahrscheinlich fällt es ihm dann leichter. Das kann sein. Also ich lese den Hero Academia Manga und gerade anfangs selber fand ich aber auch einige Momente, die lasen sich so ein bisschen zäh, finde ich. Und ich finde erst so mit den neueren Bänden hat Horikoshi so langsam mal angefangen, halbwegs gute Dialoge zu schreiben. Also, boah, das mache ich mich wahrscheinlich gerade selber unbeliebt. Aber ich fand, Hero Academia hatte halt stellenweise echt so Momente, die einfach so, oh, so viel Text. Ja, also es hat auch, wenn man, es gibt ja Anime, die haben ein bisschen weniger Text, das sehe ich an meinen Untertiteln. Es gibt Serien, die haben nur so 200, 250 Untertitelzeilen. Bei My Hero Academia bin ich regelmäßig über 400, also. Oh, wei. Ja, also. Also die Serie selber ist völlig okay, da habe ich kein Problem, aber die Texte Übersetzen könnten ist, ein bisschen ja. leichter sein. Die Serie ist wirklich vollkommen okay, gerade die aktuellen ja. Kapitel in Japan sind halt der Hammer. Ja, ich war auch gerade das Ende von Staffel, was haben wir jetzt gehabt? Staffel 4, glaube ich. Ja, ich glaube, es war Staffel 4. Ja, das Ende, das fand ich sehr interessant. Da habe ich dann auch tatsächlich mal in den Manga dann reingelesen, wie es weitergeht. Ja, cool. Okidoki, dann mal nächste Frage. Dann kommen wir vom Schlimmsten bis jetzt zum, was war das Schönste, was du übersetzen durftest? Oh, da gibt es so viele schöne Sachen. Ich denke mal schon mal Rothaarige Schneeprinzessin. Ja, das auf jeden Fall. Das ist so ein schöner Manga. Wenn ihr den noch nicht gelesen habt, schaut unbedingt mal rein. Die Zeichnungen sind traumhaft schön. Ansonsten, genau, was ich jetzt zum Beispiel bei Ultraverse habe, auch Shortcake Cake oder Ein Zeichen der Zuneigung, sind auch tolle Serien. Ein Fremder am Strand. Genau. Und mit der Fortsetzung Ein Fremder im Frühlingswind natürlich. Ersteres ist ja leider nicht mehr im Print gerade. Ja. Aber ich hab's endlich. Ich hab den Manga endlich. Das ist schön. Aber wie wir heute erfahren haben, hat sich ja Kase die Lizenz im Film gesichert. Ah, wurde das heute angekündigt? Hab ich gar nicht mitbekommen. Hast du noch nicht gehört? Nee. Habe ich vorhin gepostet, stand im Newsletter drin. Cool. Nee, hatte ich leider noch nicht mitbekommen, aber gut, ich war die ganze Zeit am Zocken, da habe ich noch nicht in Discord reingeguckt. ja, worüber ich mich auch gefreut habe, ich durfte die neuen Folgen von Inuyasha übersetzen. Cool. Denke ich mal, Kindheitserinnerungen? Ja, habe ich natürlich damals auch im Fernsehen geschaut. Free war auch sehr schön. Ach, du hast auch Free übersetzt? Ja. Cool. Und natürlich der Natsume-Film. Ach, Natsume. Ich liebe Natsume. Für die Leute, die es nicht wissen, packt der Yokai. Genau. Ja. Der Film ist gefloppt, oder? Nee, gefloppt nicht. Also denke ich, ich weiß die genauen Verkaufszahlen natürlich nicht, aber es könnten, glaube ich, noch ein paar Verkäufe mehr sein. Dann hätte die Serie vielleicht auch noch eine Chance.
Ich würde es mir wünschen. Kauft euch den Film. Ich würde mir ja wünschen, dass der Manga ein Erfolg ist, aber... Ja. Das ist leider Wunschdenken. Dann mal eine andere Frage. Und zwar, man kennt es ja, im deutschen Raum wird ja gerne mal über die deutschen Übersetzungen geschimpft. Aber du liest ja selber immer noch deutsche Manga. Gab es für dich auch einen Moment, wo du gedacht hast, was zur Hölle, was sind das denn für Übersetzungen? Ja, solche Momente gab es durchaus auch. Okay, also es geht nicht nur den Lesern so. Braucht Nee, natürlich nicht jetzt nur. keine Titel zu nennen. Also Ja, wir wollen nee, jetzt keinen Stress im nee, ich will Übersetzer-Business. auch niemanden in die Pfanne hauen jetzt oder so, aber es geht mir auch hin und wieder so, ja. Dann, wo wir gerade dabei sind, ist ja eigentlich recht interessant, dass du trotzdem noch deutsche Manga kaufst, weil man wird ja ausgehen, ja gut, sie kann Japanisch, warum sollte man dann deutsche Manga kaufen? Wie kommt's? Naja, die Importkosten sind auch nicht zu unterschätzen. Hallo? Hörst du Sorry, mich da noch? war gerade kurz der Ton. Ja, Okay. war gerade kurz weg. Dann wiederhole ich es nochmal. Also die Importkosten sind natürlich nicht zu unterschätzen. Ja, gut. Und manchmal habe ich dann auch keine Lust. Dann will ich einfach was lesen, wo ich keine... Also selbst ich muss ja noch hin und wieder eine Vokabel nachschlagen, ne? Das müssen die Japaner selber. Ja, und deshalb manchmal, wenn ich dann abends auf dem Sofa sitze und was lesen will und zu müde bin, dann will ich lieber was Deutsches lesen als was Japanisches. Cool. Dann, was überwiegt in deiner Sammlung, Deutsch oder Japanisch? Ne, die Deutschen überwiegen immer noch. Ich sammle ja auch schon seit Ja, gut. 20 Jahren. Boah. Ja, ich bin eben schon alt. Ach Quatsch, so alt bist du nicht. 20 Jahre ist halt echt lang. Ja. Ich sammle gerade mal seit, ich glaube, 8 Jahren. Ich habe halt mit Sailor Moon angefangen, ne? Ja. Dann, was kann ich... Dann, wie gut muss man die japanische Sprache beherrschen, um halt wirklich als als Übersetzer zu arbeiten? Das ist eine schwierige Frage. Ich habe damals den N2 gemacht beim GLPT, bei dem Sprachtest. Das wird vielleicht einigen was sagen. Und den dann auch mit zur Bewerbung eingereicht. Aber das ist eigentlich alles gar nicht so wichtig. Wenn man sich irgendwo bewirbt, bekommt man sowieso in der Regel erstmal einen Test, den man machen muss, damit der Verlag sieht, ob man überhaupt übersetzen kann. Und das beinhaltet nicht nur, dass man das Japanische versteht, sondern auch, dass man sich im Deutschen gut ausdrücken kann. Ja, das ist halt auch wichtig, weil ich immer so, ich könnte zum Beispiel nicht als Übersetzer arbeiten, weil meine Ausdrucksweise ist nicht gut. Dann bleiben wir direkt mal beim Übersetzen selber. Und zwar, wie gehst du denn mit so Redewendungen oder Wortspielen um? Weil das ist ja immer so eine Sache, wo sich, glaube ich, der ein oder andere Übersetzer die Zähne dran ausbeißt. Also suchst du dann eine deutsche Übersetzung oder suchst du dann eine deutsche Redewendung, die passt? Oder lässt du ein Wortspiel oder Redewendung komplett weg? Das ist tatsächlich sehr schwierig und das muss man auch immer von Fall zu Fall sehen. Wenn es möglich ist, versuche ich, eine deutsche Entsprechung zu finden. Was es manchmal verkompliziert ist, wenn Deutsch und Japanisch unterscheiden sich eben so sehr, dass das oft was komplett anderes ist, also von den Wörtern her was komplett anderes, was aber dasselbe aussagt. Aber wenn du dann im Bild was hast, was halt das Wörtliche auch widerspiegelt, dann ist es schwierig. Oder es wird was gesagt in einem Kontext und ein paar Seiten weiter wird derselbe Satz nochmal wiederholt, aber in einem ganz anderen Kontext. Oh, und es sind oft Sachen, die man normalerweise völlig unterschiedlich übersetzen würde, wo man aber die Verbindung wiederherstellen muss.
als Übersetzer. Klingt auf jeden Fall sehr anstrengend. Ja, also man muss schon kreativ sein. Das muss ich zum Beispiel direkt sagen, das fand ich damals ganz cool bei einer Fanübersetzung von Kanako's Life as an Assassin, war so ein Twitter-Manga von einem Mangaka, der hat den hier und da mal so gemacht aus Spaß. Und der hat tatsächlich mit den englischen Fanübersetzern zusammengearbeitet und die haben dann zumindest am Anfang ganz neue Bilder, Hintergrundbilder dann bekommen für die Wortspiele, damit sie im Englischen funktionieren können. Das ist interessant. Ja, da war ich dann auch so, okay, weil das gab es glaube ich noch nicht. Dann, wie lange dauert es ungefähr, einen typischen Manga-Band jetzt zu übersetzen? Also jetzt nichts wie Hero Academia, sondern halt so ein Band, den man nur in normalen Zeit durchliest auch. Das ist wirklich schwierig zu sagen, weil jeder Manga unterschiedlich viel Text hat. Also wenn Manga jetzt nicht so viel Text hat wie ein Shoujo-Manga zum Beispiel, dann brauche ich dafür, wenn er wirklich nicht so viel Text hat, 4 Tage, inklusive nochmal Korrektur lesen, alles. Wenn es sehr viel Text hat, auch Texte mit langen Sätzen, wie zum Beispiel in Spectre, da sitze ich auch schon mal 8 Tage mindestens dran. Es geht für mich zum Beispiel viel schneller, wenn die Sätze alle kurz sind, dann rattert man das so runter. Wenn es ein langer Satz ist, dann muss man sich den erstmal in Ruhe durchlesen und dann erstmal gucken, wie man den umstellt und so weiter und so fort. Das nimmt dann mehr Zeit in Anspruch, auch wenn es dieselbe Textmenge wäre. Am Ende. Ja, aber es gibt auch Leute, die schneller sind als ich. Ich bin da, ich würde mal sagen, eher durchschnittlich zeitlich. Und dann, wenn du halt einen Titel übersetzen musst, wie weit vorm Release bekommst du in der Regel das Material zum Übersetzen? Zum Beispiel, wenn jetzt ein Manga jetzt im, keine Ahnung, Oktober angekündigt wird, wann würde man ungefähr, also für den Oktober angekündigt wird, wann würdest du ungefähr mit dem Material dafür rechnen? Ich glaube, dass ich gucke mir das gar nicht so genau an, wie viel Zeit da dazwischen liegt. Es sind schon ein paar Monate. Manches Material kriege, hängt aber auch davon ab, wie viel vorher ich den Auftrag bekommen habe für die Übersetzung. Also was eher gleich ist, ist das Datum vom Abgabetermin zum Erscheinungsdatum hin. Ich glaube, das ist eher das, woran man sich orientieren kann. Ich glaube, das ist so. Wie viel ist das so? Ein halbes Jahr knapp? Ja. Also ich habe es nicht im Kopf. Ungefähr. Sowas in dem Dreh. Dann dürftest du als Übersetzer ja zum Beispiel auch oft schon im Voraus Lizenzen wissen, oder? Ja, ist tatsächlich so. Oft, wenn die Lizenzen angekündigt werden, dann ist es oft so, dass ich schon zumindest den ersten Band übersetzt habe. Ah, fällt es dir schwer, denn die Lizenz geheim zu halten? Das Geheimhalten, natürlich möchte man gern drüber reden, aber ich würde es natürlich niemals, es würde natürlich niemals den Titel verraten. Das ist schade. Aber es fällt eben schon schwer, nicht darüber reden zu können, weil wenn es gerade ein Titel ist, der einem auch gefällt, dann ist man, wenn man den gerade übersetzt, auch gehypt und möchte darüber reden. Aber man darf nicht. Also gut, dass Seven Seed nicht lizenziert ist, weil dann das würde dich wahrscheinlich dann umbringen. Naja, gut. Dann könnte ich ja einfach, ich habe ja die Bände schon da, das weiß auch jeder. Dann könnte ich einfach sagen, ich lese den gerade nochmal, weil er so toll ist. Ich habe den ja auch schon mehrmals gelesen. Und es haben auch viele Leute den Manga nochmal gelesen, als der Anime auf Netflix rauskam. Da könnte ich mich rausreden. Aber Sprich, wenn du nochmal Seven Seeds liest,
Vielleicht eine Lizenzierung. Schön wär's. Ich Wäre wirklich glaube schön. nicht mehr dran. Ich glaube nicht mehr dran, aber. Ich leider auch, ne? Nee, also normalerweise sage ich dann nichts dazu, auch wenn ich mal, ich hatte letztens irgendwie was gesagt, ich habe einen Manga gelesen und habe hinterher gemerkt, dass das dieselbe Autorin ist, von der ich gerade was übersetzt habe. Das hab ich erzählt, aber ich habe dann bewusst nicht gesagt, was für ein Titel das war, den ich gelesen habe. Noch nicht mal den ich übersetzt habe, sondern den ich gelesen habe, habe ich dann auch nicht weitergesagt und habe es auch nicht bei Anilist eingetragen oder so. Also. Weil du zu große Angst hast vor Leuten, die dann direkt hellhörig werden und okay, was hat diese Person sonst noch geschrieben? Was könnte lizenziert worden sein? Ja, manche Leute sind ja neugierig und auch haben eine gute Kombinationsgabe. Das darf man nicht unterschätzen. Also man muss schon sehr aufpassen, was man sagt. Ja, das merken wir auch auf dem Discord-Server oft genug, ne? Also, da werden ja gewisse Rätsel manchmal so schnell gelöst, wo man sich denkt, was? Wie? Ja, gerade, ich weiß gar nicht, wurde bei den, die Carlsen-Rätsel sind ja für mich ein Buch mit 7 Siegeln, da Ja. kriege ich gar nichts raus. Aber ich glaube, es hatten trotzdem einige was erraten. Ja, Haru hat ja, glaube ich, irgendwie Alpi hatte der sauschnell erraten gehabt. Und noch ein paar andere Titel, wo man sich auch nur denkt, wie? Also teilweise erraten Leute ja dann sogar Titel, wo du selber noch nie von gehört hast, weil es so Nischendinger sind. Ja, da käme ich überhaupt nicht drauf. Naja, also ich hasse Ratespiele auch. Ach, das nicht. Ich mag die schon, aber Ich mag sie, wie Carlsen. Ultraverse macht. Ja, also Carlsen ist halt echt wirklich hohes Level. Da muss man schon detektivische Recherchekünste an den Tag legen. Vor allem schlimm ist es dann, wenn es so ewig braucht, bis es aufgelöst wird. Ja. Das machte ich halt früher immer in den Ultra-Lizenzen, weil da hast du ein Bild bekommen, du konntest einen Tag lang rätseln und am nächsten Tag hast du die Lizenz bekommen. Das ist so für mich auch die Wunschvorstellung, wie man es mit Rätseln machen sollte. Ja, das war ganz nett. Aber das machen sie ja auch nicht mehr wirklich. Na, vielleicht machen sie es ja mal wieder. Ja, wäre schön. Dann kommen wir jetzt zum Thema Dialekte. Und zwar, wenn du jetzt zum Beispiel einen Kansai-Dialekt übersetzen musst, gibt dir der Verlag da freie Wahl, wie du es übersetzt? Oder sagt dir dann zum Beispiel, weil der jetzt Verlag jetzt zum Beispiel in Bayern sitzt, nee, das musst du jetzt bayerisch übersetzen? Also bayerisch könnte ich gar nicht übersetzen. Aber nee, das ist. Wenn es jetzt wichtig wäre inhaltlich, spricht man es mit dem Verlag ab. Wenn ich jetzt schon sehe, das ist nicht so relevant, dann lasse ich es gleich weg. Oder ich mache dann zumindest noch einen Kommentar. Der Charakter spricht einen Dialekt. Aber meistens ist es auch nicht so wichtig, dass der Charakter gerade einen Dialekt spricht. Wenn man jetzt so ein Werk hat wie Barakamon, da ist es natürlich wichtig. Das musste zum Glück nicht ich machen, das macht jemand anders. Da muss man sich dann mit dem Verlag zusammensetzen und gucken, wie man das macht. Und dann ist es auch vorteilhaft, wenn man selber nicht nur ein Dialekt beherrscht, sondern den Dialekt auch schriftlich wiedergeben kann. Gerade das ist, glaube ich, sehr schwer, weil ich selber spreche auch einen Dialekt, und zwar Öscher Platt, aber ich kann es nicht schreiben. Ja. Ich kann es niemals schreiben. Also ich weiß, dass man Wikipedia auf Öscher Platt stellen, also auf Plattdeutsch zumindest stellen kann. Habe ich einmal gemacht, ich habe kein Wort verstanden. ja, den einzigen Dialekt, den ich beherrsche, ist an sich Sächsisch, weil ich das auch schon ein bisschen verlernt habe. Aber den könnte ich schriftlich auch noch einigermaßen wiedergeben, aber das will keiner lesen. Keiner mag Sächsisch. Das ist leider wahr. Ich muss sagen, ich finde Sächsisch lustig, aber ich finde allgemein Dialekte lustig. Das fand ich zum Beispiel auch bei Food Wars sehr witzig. Da habe ich auf Netflix den Anime mal geguckt. Einfach so, ich hatte halt Langeweile. Und Megumi, also die Blauhaarige, spricht ja im Original auch mit einem Dialekt, ich glaube auch Kansai. Und dann spricht die auf einmal so richtig stark bayerisch und ich habe mich kaputt gelacht. Weil es halt auch so unerwartet kam.
Allein deswegen ist die deutsche Übersetzung vom Food Wars Anime schon geil. wo man auch aufpassen muss als Übersetzer ist, ich habe mal in der Übersetzung ein Wort benutzt, von dem ich überhaupt nicht geahnt hätte, dass es was Regionales ist. Und da hat mich dann erst die Redakteurin darauf hingewiesen und da wurde es mir überhaupt erst klar, dass das kein hochdeutsches Wort ist. Oh, das hatte ich auch schon des Öfteren, dass ich Wörter verwendet habe, wo dann meine Freundin, die halt aus Bayern kommt, also meinte, was? Weil sie das Wort gar nicht kannte, einfach weil es das nur bei uns gibt. Aber dadurch, dass man halt die meiste Zeit eben in seiner Heimat bleibt, ist einem das auch gar nicht bewusst. Ja. Okay, dann. Gibt es ein Werk, was deiner Meinung nach auf Deutsch nicht funktionieren kann? Zum Beispiel einfach, weil der Humor in der deutschen Sprache nicht gut rüberkommen würde? Ich bin sicher, davon gibt es einige, aber da würde mir jetzt spontan keins einfallen. Ich lese auch recht selten Comedy oder so. Ja gut, also ich habe halt manchmal so das Gefühl, dass zum Beispiel sowas wie Grand Blue, kennst du ja, denke ich mal. Nur vom Titel her, ich habe es noch nicht gelesen. Also ich habe da ein bisschen was vom Anime gesehen und Co. Das ist so ein Titel, wo ich glaube, auf Englisch funktioniert der gut, aber dadurch, dass da viel geflucht wird, weiß ich so nicht so ganz, ob der auf Deutsch so ganz funktionieren würde. Das wäre so, ist so für mich immer so die Sache, weil viele immer sagen, Grand Blue auf Deutsch. Und ich bin so, ob der Humor auf Deutsch so gut rüberkäme? Ich weiß nicht. Da braucht man dann auch einen Übersetzer, der Humor gut übersetzen kann. Also Comedy wäre für mich, glaube ich, nichts, weil ich so Witze kriege ich tatsächlich ziemlich schlecht raus, schriftlich. Das sind dann eher Stärken von anderen Übersetzern. Also da hat auch jeder Übersetzer andere Stärken. Wenn ich so dein Portfolio durchgucke, würde ich sagen, dass deine Stärke vor allem so auf Romance liegt. Ja, würde ich es auch sagen. Also ich sehe gerade halt beim Incomplete Manga Guide, wozu im Maßen bei Weitem nicht alles drinsteht, also da fehlen einige Titel. Hier steht fast nur deine Tokyopop-Übersetzung. Aber du hast auch schon für andere Verlage übersetzt, ne? Ja, für Ultraverse. Ja, das steht hier drin mit Shortcake Cake. Genau, und letztlich auch noch für einen anderen Verlag, aber dazu kann ich noch nichts sagen. Ah. War es eine gute Lizenz? Ja, bei Manga Guide ist es zum Beispiel auch so, dass immer nur der Übersetzer aus dem ersten Band drinsteht. Deshalb fehlt dort in meiner Liste auch Schneeprinzessin. Falls das immer noch so ist. Und zum Beispiel bei Lieb mich noch, bevor du stirbst, da war es leider ein Fehldruck im Manga. Da stand jemand anders im Impressum als Übersetzer drin. Deswegen ist der Eintrag zum Beispiel auch falsch bei Manga Guide. Ah. Und die Sache, die da übersetzen darfst, ist es eine gute Lizenz? Kannst du so viel verraten? Bei dem anderen Verlag? Ja. Ja, ich fand die Titel gut. Oh, das heißt, wir können schon mal gespannt sein. Ah, ich liebe solche Teaser. Dann von dir einen Manga-Geheimtipp bitte, also einen deutschen. Einen deutschen Geheimtipp? Oh Gott. Du fragst mich Sachen. Ein Geheimtipp. Muss es was sein, was aktuell läuft, oder darf es auch was Vergriffenes sein? Kann auch was Vergriffenes sein. Von den vergriffenen Sachen sehr hart vergriffen, muss ich sagen. Da würde ich sogar zwei Empfehlungen geben. Einmal Anatolia Story. Oh ja, den will ich auch noch. Super Manga. Ich sag jetzt einfach mal nicht so viel dazu. Hat einfach eine tolle Story. Ist kein 0815 Shoujo. Und Narutaru. Na, den muss ich auch noch holen. Sprich, ich setze höher auf die Liste, weil bislang haben mir deine Empfehlungen immer gefallen. Ja, also Narutaru ist schon ziemlich krass inhaltlich auch. Also ja, das weiß ich. Der wurde ja auch im Deutschen einer Szene zensiert. Ja.
Wobei, da hatten wir Glück, da habe ich nämlich letztlich unter einem YouTube-Video einen Kommentar bekommen, weil die Szene, die bei uns zensiert wurde, hat in Frankreich dafür gesorgt, dass der Ba Manga da abgebrochen wurde. Echt? Also, Wow. ja. Das ist halt, ich glaube, das war ja auch irgendwie so im sechsten Band, was dann richtig bitter ist. Ja. Also Eine ist Wunschlizenz von dir. Welcher ja. Titel würdest du gerne lizenziert sehen? Ich sage noch kurz was zur Frage davor. Okay, ja. Also von aktuelleren Lizenzen würde ich sagen, Mushishi ist empfehlenswert. Ja, der ist wirklich empfehlenswert. Genau, und ach ja, es gibt einfach zu viele. Es gibt einfach zu viele. Okay, welchen ich mir auf Deutsch wünschen würde. Ja. Da habe ich aktuell zwei große Wünsche oder drei. Zwei schon lange, die ich eigentlich schon abgeschrieben habe. Ich glaube da auch nicht mehr dran. Seven Aber Seed. wünschen kann man natürlich immer, genau, Seven Seeds und Bokura no. Und Hallo? ja, hörst du mich noch? War es gerade kurz weg? Also Seven Seed. Ja, und dann warst du weg. Genau, Seven Seeds und Bokurano. Kurano. Ah ja. Genau, und ein neueren Titel, den ich mir wünsche, das wäre Sensei Mo Net Sedai. Was war der englische Titel? Sag mal was The vom Titel. Net Generation Teacher. Net Generation. Ist ein echt toller Manga über einen noch jungen Lehrer, der eben selber schon mit der Internetkultur vertraut ist und seinen Schülern eben auch auf der Ebene Ratschläge geben kann. Oh, der sieht cool aus. Das Der ist Cover sieht toll. schön aus. Ich sehe die Tags. Ja. Den hätte ich Dir jetzt. wird der ganz bestimmt auch gefallen, da bin ich sicher. Okay, jetzt war ich einen weiteren Manga, den ich mir wünschen muss. Also den speichere ich mir direkt mal ab, so Lesezeichen von Manga-Updates. Ah, oh, ich mag solche Lehrersachen. Und dann gibt es noch einen richtig süßen Boys Love-Titel, den ich in letzter Zeit gelesen habe. Der heißt Kimi ni wa Todokanai. Der ist richtig süß. Wie kann ich beschreiben? Es geht eigentlich immer nur darum, dass sie sich nicht, dass die beiden Jungs sich nicht verstehen. Also der eine macht ständig Andeutungen und der andere kriegt das auch irgendwie mit, aber er denkt immer, dass er das falsch versteht. Ja, Klassiker. Aber gerade dieses Net Generation Teacher, das klingt halt wirklich gut. Ja, da Ich bin ich mag. auch jedes Mal gehypt, wenn ein neuer Band rauskommt. Ich bin ja eh im Essen so ein Sucker für so Stories, wo der Hauptcharakter ein Lehrer ist. Aber gut, ich hatte auch Lehramt, bis ich hatte mal eine Zeit lang Lehramt studiert, also. Ja, Lehrerstories mag ich auch und Boys Love auch gerne mit Polizisten. Kennst du den Manga, oh Gott, Let's Talk About Ethik? Nee. Oder so ähnlich hieß er. Weil der ist halt so für mich mein persönlicher Wunschtitel, wenn es so um Lehrermanga geht, weil der halt sehr über so eben ethische Fragen hingeht, wie zum Beispiel, was ist richtig, was ist ni falsch. Das finde ich zum Beispiel sau interessant. Da werde ich mal reingucken. Das Einzige, was da ein bisschen scheiße war, war das zweite Kapitel, weil das war. Der Manga behandelt eigentlich immer sehr, sehr gut ernste Themen. Und dann kam Rape Chapter und das war für meinen Augen ein bisschen zu schnell abgehakt. Was, das war so, das ist die eine Sache, die mich davon, die, wo ich sagen würde, ah, hätte nicht sein müssen. Aber ansonsten, den kann ich dir zum Beispiel empfehlen. Da werde ich mal reinschauen. Ja, ich schicke dir nachher mal den genauen Titel und blenden wahrscheinlich hier auch einem Video, damit Leute das im Comicforum wünschen. Ich will den Titel auf Deutsch, genauso wie der Net Teacher. Wir brauchen eh mehr Jose auf Deutsch.
Ja, definitiv. Wir brauchen sowas von mehr Jussi auf Deutsch, ey. Okay, was gibt's da noch? Ich glaube, dann habe ich eigentlich auch nur noch soweit eine Frage. Und zwar, würdest du diesen Beruf des Übersetzers empfehlen? Es kommt drauf an. Also ich würde sowieso immer empfehlen, das zu machen, was einem Spaß macht und wo die eigenen Stärken liegen. Das kommt ja nicht, leider nicht immer zusammen, aber viele Sachen kann man auch lernen. Man muss halt, gerade wenn man jung ist, erstmal rausfinden, was kann ich gut, wo liegen meine Stärken. Wenn man das rausgefunden hat, dann kann man sich, denke ich, für einen Beruf entscheiden. Also man sollte auch möglichst viel ausprobieren. Man sollte sich halt nur auch den, ich sag mal, negativen Seiten bewusst sein. Deswegen habe ich ja zum Beispiel dich Genau. gefragt bezüglich, wie viel Stunden du arbeitest, weil das sollte man halt wirklich, das sollte man halt echt wissen. Und mir ist gerade doch noch eine Frage eingefallen. Und zwar, wenn du Anime übersetzt, kriegst du dann die Episode so zu sehen zum Übersetzen oder kriegst du halt einfach nur das Skript zum Übersetzen? Nee, normalerweise kriege ich auch das Video. Es kann im Simulcast mal vorkommen, dass das Video zu spät kommt. Das ist nicht so schön. Ich habe dann da Sorry, auch schon du mal. warst gerade kurz weg. Ich sage, normalerweise kriegt man das Video vorher, aber im Simulcast kann es mal passieren, dass es zu spät kommt. Das ist nicht schön, aber deswegen musste ich auch schon mal nur mit dem Skript übersetzen. Ist hinterher aber mehr Arbeit, weil man dann noch mal die Sätze kürzen muss, gerade für Untertitel. Da muss man ja auch auf die Länge achten. Wenn ich das Video schon habe, dann achte ich schon beim Übersetzen drauf, dass der Satz nicht zu lang ist. Wenn ich am Skript nur mit Skript übersetze, muss ich das hinterher alles nochmal machen. Das raubt also noch mehr Zeit am Ende. Und manchmal, man stellt sich ja auch vor, wie die Figuren was sagen. Beim Manga geht es dann noch einfacher, weil man ja die Bilder mit hat. Wenn ich jetzt nur das Skript habe, ist das schwieriger. Und dann kann es auch mal sein, dass das von meinen Vorstellungen von dem abweicht, was der Synchronsprecher dann halt geliefert hat. Und dann muss ich das auch noch mal anpassen. Also ohne Video ist es deutlich mehr Arbeit als mit. Das glaube ich dir. Also, Simulcasts sind, glaube ich, allgemein sehr anstrengend, oder? Und das ist, glaube ich, sehr kurzfristig. Ja, also nicht immer, aber manchmal, gerade gegen Ende der Season hin, kommt es häufiger mal vor, dass das Video sehr knapp dran ist. Übersetzt du dann lieber Manga oder Anime? Ich mag eigentlich den Mix aus beidem. So eine Abwechslung, also. Ja, genau. Ja, das wär's dann soweit. Hättest du noch irgendwas, was du ansprechen möchtest? Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde noch sagen, wenn ihr noch Fragen habt, die euch später nach dem Podcast noch einfallen oder so, dann schreibt mich einfach auf Twitter an oder wo auch immer. Ihr könnt mich da jederzeit fragen. Ich verlinke deinen Twitter-Kanal natürlich in der Videobeschreibung, wenn ich dran denke. Zur Gerne. Not Also erinnert mich dran. ich poste auch nicht so viel im Social, auf den Social Media Seiten, eher mal retweete ich dann, wenn die Verlage Werbung posten oder so. Aber wenn ihr mir eine Nachricht schreibt, dann antworte ich auf jeden Fall. Gut, also das ist doch auch schon mal erfreulich. Sprich, wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt Diana gerne an. Joa. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du diese Stunde hier, war jetzt ungefähr eine Stunde, Zeit genommen hast. Gerade halt, wenn man bedenkt, dass du halt, ja, viel zu tun hast. Also vielen herzlichen Dank. Ja, bitte. Ich habe bestimmt auch einige Sachen vergessen, die man noch erzählen könnte, aber. Zur Not kann man immer noch eine zweite Folge machen, ne? Genau. Das war bestimmt nicht das letzte Interview auf diesem Kanal, so, ja. Und man sieht sich wahrscheinlich eh irgendwann, wenn Corona vorbei ist, mal wieder auf einer Con. Wenn wir alle geimpft sind. Ja. Hoffentlich. Ja,
haltet auch, euch auch an die Vorgaben, ne? Immer schön Masken tragen. Ja, unbedingt. Nehmt Corona nicht auf die leichte Schulter. Ja. Gerade als jemand, der zum Beispiel aus einem so ziemlich Pflegeberuf kommt, das sollte man halt echt nicht ernst nehmen. Aber so, fuck, nein, das sollte man ernst nehmen. Nehmt Corona ernst. Fuck! Also wirklich, nehmt das ernst. Das ist bloß, weil einer mal leichten Verlauf hatte, heißt das halt echt nicht, dass jeder einen leichten Verlauf haben wird, weil gerade ich muss zum Beispiel aufpassen, weil meine Oma ist Risikopatientin, meine Freundin ist Risikopatientin, die Leute, mit denen ich arbeite, sind Risikopatienten. Ja. Tut einfach den Mitmenschen den Gefallen und achtet auf die Vorschriften. Ja. Aber weil gerade dabei sind, da fällt mir noch was ein, was ich auch häufiger gefragt wurde, ob ich jetzt Arbeitsausfälle hatte wegen Corona. Ich Gott sei Dank nicht. Aber es gibt auch Kollegen, die halt, ich hatte dieses Jahr, glaube ich, gar keinen Simulcast nach der vierten Staffel von My Hero Academia. Aber andere Kollegen, die überwiegend Simulcasts machen, hatten da schon auch Probleme. Also deswegen, das ist auch ein Grund, warum man eigentlich als Freiberufler mehr verdienen sollte, weil man ein finanzielles Polster braucht, falls die Auftragslage mal nicht so gut ist. Ja, vor allem in so Krisensituationen wie jetzt, wo gerade jetzt Künstler halt so ziemlich gefickt sind. Gut, das betrifft auch andere Berufe jetzt Ja, in der gut. Pandemie, ne? Aber auch unter normalen Umständen kann es sein, dass man mal ein Auftragsloch hat, ne? Ja. Und auch Urlaub, ich krieg im Urlaub kein Urlaubsgeld oder keine Lohnfortzahlung oder wie auch immer das bei Angestellten ist. Das muss man sich alles selber zusammensparen, wenn man mal nicht arbeiten möchte eine Zeit lang. Genau. Ja, das wäre es dann soweit, ne? Also war auf jeden Fall ein sehr interessanter Einblick. Weil Manga-Übersetzer klingt halt für viele, glaube ich, auch so ein bisschen wie ein Traumberuf. Aber es ist halt trotzdem ein sehr harter Job. Aber es freut mich zu hören, dass du trotzdem wirklich Spaß daran hast. Und auf jeden Fall bin ich weiterhin gespannt auf die Manga, die du übersetzt und auf deine Empfehlungen. Wie gesagt, ich werde jetzt. Apropos, da frage ich direkt mal, ein Fremder am Strand, hat er Sex sehen? Ja, aber nicht so viele, nicht so lang. Ja, okay, dann kann ich aber nicht in der Arbeit lesen. Aber sonst hätte ich mir den jetzt morgen mit auf die Arbeit genommen. Aber den werde ich auf jeden Fall dann die Tage lesen, endlich mal. Da habe ich richtig Bock drauf. Und ja. Da wünsche ich dir viel Spaß dabei. Danke, den werde ich haben, weil ne, Qualia war schon toll. Ja. Dann wünsche ich dir auch weiterhin viel Spaß beim Übersetzen. Was übersetzt du eigentlich Danke. Gerade? Das kann ich nicht sagen. Ah, schade. Fast hätte ich sie gehabt. Aber unter anderem gehe ich nochmal über die Übersetzung von Bakuman drüber für das Disc-Release. Ach stimmt, der kriegt ja ein Disc-Release. Ja. Und ja, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer herzlichen Dank für dieses Interview. Ich danke dir auch für das nette Gespräch. Bitte, bitte. Also wie gesagt, ich habe hauptsächlich zu danken, weil ich halt so ziemlich, ja, ich krieg die Klicks dadurch. Nee, ich finde es auch schön, dass man mal was erzählen darf über den Beruf. Meistens hat man ja das Gefühl, dass die Übersetzer so ein bisschen übersehen werden. In dem Arbeitsprozess. Da freut es mich auch, wenn ich mal was darüber erzählen kann, den Lesern. Und dann, ja, das war's. Ihr werdet Diana noch des Öfteren wahrscheinlich in zukünftigen Formaten sogar noch hören, weil ich habe da noch so ein bisschen was geplant. Und dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zusehen, über ein Abo würde ich mich freuen und ciao! Und das letzte Wort gehört Diana. Tschüss.